heißt es jetzt wieder auf in den erste Tausch ist schon fertig. Zaubertausch Teil 2. Tschüss, Mollung, du warst fast hier, cool. Ein-Mann-Armee. Das Trihorn war eine Ein-Mann-Armee. Es hat sein Bestes Oh nein, nicht das. Das kann ja schon wieder nichts. Oh, das kann sicher nur Klaps. Oh, dann kriege ich aber einen Klaps. Hallo, ich bin Baloo. Fuck, ah ja, da kann ich mich grob dran erinnern. Das ist Level 1, das heißt, es kann schon wieder nichts. Ja, Klaps ist doch toll. Kann er direkt wieder zurückkommen. Ja, Klaps, klar. Oh. Aber der Name ist cool. Winter? Auf Französisch. Ah, ja. Okay. Darf ich die Fee behalten? Es geht nämlich schon wieder so schlecht los, dass ich gar keine Lust habe. Ich will auch gar keine normale Pokémon aus dem Startgebiet. Ihr könnt euch alle klemmen. Geht in die Zone, sammelt euch Stufe 60 Pokémon und tauscht die einfach. Genau, ihr geht, alle die im Stream sind, ihr geht jetzt und tauscht Level 60er krasse Pokémon in den Zaubertausch, dass wir das vielleicht kriegen. Ja, Dankeschön. Bitte, wir haben keinen Bock immer auf das ist eure Aufgabe. Lobob-Pokémon. Wenn ich noch mehr Zuchtüberreste bekomme, die nur Tackle oder Klaps können. Stimmt, Karpadon gibt es verdammt wenig und Zigzagoon auch nicht. Früher gab es das halt immer ohne Ende. Manchmal fehlt mir Zigzagoon. Das konnte wenigstens was im Gegensatz zu den Zuchtüberresten. Ich verstehe nicht, auf was du hinaus willst. Wir nehmen alle Pokémon, Hauptsache sie sind nicht Level 1. Ich hab das Spiel nicht, ja. Das alles ist besser als Level 1. Oh, hatte ich das nicht schon im letzten Team so ähnlich? Und hast hatte du ich dann nicht gesagt, ich möchte die Entwicklung? Das ist nicht gut. Es ist aber nur eine mittlere Entwicklung, keine dritte Entwicklung. Ja, trotzdem ist das nicht gut. Aber das ist nicht so, als wäre das ein entwickeltes Pokémon. Das ist ja nur... Ich habe mal wieder ein neues Pokémon, was ich noch nicht im Pokédex hatte. Oh, ihr habt das Spiel alle nicht, das ist traurig. Ja, dann ehrlich. Drückt alle die Daumen, dass es ein gutes Pokémon wird. Drückt mir die Daumen, dass ich was Gutes kriege. Kamehameha machen wir alle zusammen. Ja, genau. Wir heben alle die Hände hoch. Und dann wird das ein gutes Pokémon und ihr schickt mir eure Kraft oder so. Na, Mia. Mia hat mehr Skill. Ich brauche mehr Glück und Miri braucht mehr Skill. Nee, hat mehr Skill, so. Aber ich muss doch irgendwie die Chance haben, Miri zu besiegen. Deswegen finde ich das nur so, fair, jetzt alle Hände wenn hoch. Ich ein gutes Pokémon kriege. Oh Mann, komm schon. Ich würde Karpadon rausschicken. Nee, Nisch, du bist böse. Okay, bitte sei kein Zuchtüberrest. Es ist halt das Problem, wenn das Zuchtüberreste sind, sind die auf Level 1 und die können nichts. Die können keine guten Attacken und wenn du nur tackle kannst, kannst du es auch gleich stecken lassen. Da kannst du da bleiben, wo du bist. So, ja. Da gibt es das nächste Pokémon. Das ist natürlich ein Zuchtüberrest. Es bringt also nichts. So, der blöde Feuerhase. Tschüss, Elefant. Den ich da hab. Auf tschüss, Elefant. Auf Wiedersehen, Elefant. Oh, tschüss, Elefant. Du warst der X und Karpador. Okay, für Baloo Sonnenkern. Danke, Sora. Nee, Karpador nicht. Nein. Ja, Sonnenkern. Gib Baloo Sonnenkern. Ah. Das ist fair. Ich habe halt Kampf-Pokémon ohne Ende bisher gekriegt. Ganz toll. Was soll denn da das? Da gibt's Zuchtattacken, aber irgendwie kriegt man immer nur Pokémon, die nur Tackle und sowas können. Und ja. Tackle und Heuler. Und mehr kriegst du nicht. Jetzt Pokémon so, 4. Komm bitte schon, irgendwas, komm irgendwas schon. Gutes. Komm schon. Oh. Hast du was Krasses gekriegt? Ja, Milch. Wie Milch? Milchkuh. Milch habe ich gekriegt. Wie Milch? Baloo ist so verwirrt. Ja, bin ich auch. Es ist Milch. Heißt es Milch? Nein. Ach man, es ist so unkreativ, was ich gerade kriege. Oh, hallo. Milch ist Gift. Das wäre schön. Dann würde es ja was im Kampf ausrichten. Also, es sieht schon wieder nicht so gut aus für den Zaubertausch, ehrlich. Ich schreibe jetzt in den Titel Milch ist Gift. Clickbait oder so. Oh, warum geht denn das gerade so schnell? Meinst du jetzt das fünfte, was ich wegtauschen muss? Ja, bei mir auch.
Also Miri wird halt eh mich immer nass machen im Zaubertausch. Das wisst ihr. Das hatte ich bisher auch noch nicht gekriegt. Es ist zwar nicht stark, aber ich hatte es bisher noch nicht. Das ist immer interessant, wenn man nicht immer die gleichen 5 Pokémon hat. Oh, okay, du hast ein Pokémon ausgewählt. Tschüss, Eis. Tschüss, Eis. Ich bin gespannt. Vielleicht klappt es ja, Firewing. Das wäre lustig. Das wäre wirklich sehr lustig. Das stimmt. Weil noch einmal haben wir Louis und ich getauscht in XY. Ja, das ist aber auch nur ein einziges Mal in unseren Millionen Folgen Zaubertausch passiert. Aber es war lustig genug. Ja. Und der letzte. Bin gespannt, was das letzte wird. Komm schon. Bist du ein Zuchtüberrest? Natürlich bist du ein Zucht. Ach, come on. Ah, und jetzt finde ich keinen mehr. Das letzte Pokémon. Ich will keine Zuchtüberreste. Ich will was Krasses haben. Ein Glurak zum Beispiel. Kann ja schon mal ins Pokémon sind. Da gehen. Oh. Genau in dem Moment, in dem ich durch die Tür gehe, ne, wird's blau. So, letztes Pokémon, drück die Daumen. Bitte. Sei krass. Okay. Los, letztes Pokémon. Was? Es ist nicht krass. Ah. Ich bin traurig. Tschüss, Bonita. Du warst in einem sehr schönen Ball. Was krieg ich da? Okay. Was ist das? Balloui. Was ist das? Ist das Milch? Nein, aber das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nein. Das will ich gar Hoffe nicht hören. Hoffe ich. Sie hat es noch nicht. Also... Ich glaube, es ist eine Team. Entwicklung. Ich will sie gar nicht. Oh, du Baloo, ich weiß immer nicht. Oh, Mann, die kennen die Pokémon halt alle noch nicht. So, jetzt muss ich erstmal mein Team zusammenstellen. Gucken wir uns das Trauerspiel an. Oh, er kann eine Attacke, krass. Eine? Er kann. Okay. Er kann natürlich nur Klaps und Heule. Der kann auch nur 2 Attacken. Oh der nein, kann auch, das Ding, was ich gedacht habe, was krass ist, kann gar nichts. Der kann auch nur 2 Attacken. Der kann ein paar mehr Attacken, aber keine krassen. Hasse Yo, okay. dieses Spiel. Gut. Das wird nichts, Leute. Ich glaube, diese Runde wird nichts. Oh, immer drücke ich Fahrradfahren statt dem Online-Zeug. Ja, ne? Ich finde diese Kombination, ich habe das Voll Gefühl, seltsam, das ne? ist nicht intuitiv. Ich drücke immer zu oft X, dann drücke ich zu oft Y, dann drücke ich Plus an Stellen, wo es nicht sein muss. Ich habe keine Ahnung warum, als wenn man zu dumm wäre, sich das zu merken. Baloui kannte nicht mal Milotic. Hallo, natürlich. Milotic? Ich bin Milotic. Das ist ein komischer Fisch. Suchst du schon? Ja, ich suche schon. Hoffe, du hast das Passwort richtig eingegeben. Ich hoffe auch. Wohin soll ich nur mit meinen Pokémon verreisen? Wollen nicht. Gute Frage. Haben wir uns schon gefunden? Nein, und ich verstehe nicht warum. Das ist halt seltsam. Habe ich was falsch eingegeben? Nochmal ein. Ich mach's auch nochmal neu. Oni, ich weiß nicht, wovon du redest. So. Okay. Na, suchen wir nochmal. Hallo. Gib Mühe. Ich suche ja schon. Er gibt dir Mühe. Aha. Es wurde ein Gegner gefunden. Es geht los, würde ich sagen. Gut aus. Da ist Miri. Das ist Baloui, frage ich mich. Miri darf die Regeln festlegen, wie immer. Das ist aber sicherer. Das ist nett von dir. Nachher stelle ich sowas ein wie. Das ist so kompliziert, die Regeln einzugeben. Wow. Ach ja. So, Leute. Das wird ein Drama werden. Enttäuscht mich diesmal nicht. Ich weiß, es sieht schlecht aus, aber ich hoffe. Was haben wir denn noch für Musik? Die hier. Sollen das jetzt hier? Was ist los? Nix, alles gut. Seit wann ich auch meine Perspektive stream? Keine Ahnung. Normalerweise gibt es das ja immer nur als Videoformat. Beide. Ja. Boah, mit was fange ich an? Keine Ahnung, ehrlich nicht. Ich fange einfach mit der Milch an. Dann versteht das bei Louis auch. So, ich bin bereit. Bist du bereit? Ja, warte. Augen zu.
Auf geht's! Tada! Milch. Es geht los. Baloui, du wirst jetzt Milch bekämpfen müssen. Milch. Bist du bereit? Milch ist Gift, weißt du doch. Ja. Oh, ich hab Musik die war nicht gut gewählt. Musik vom Endkampf. Ist das ein Geist-Pokémon? Nein, das ist Milch. Bist du dumm? Oh. Das ist ein Geist-Pokémon, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, nein. Oder doch? Nein, es ist nicht. Es ist Milch. Milch ist Gift. Aua. Okay. Ja, es ist das erste Mal, dass wir Zauberkampf streamen. Von dem her ist es auch das erste Mal, dass wir das aus meiner Perspektive streamen. Das stimmt allerdings. Hätte ich jetzt eine Feenattacke, könnte ich das blöde Kampf-Pokémon wegmachen. Aber nein. Aber nein. Kann die Milch nicht. Ich brauche auf jeden Fall nicht mit dem Kampf-Pokémon drinbleiben. Quasi. Sternhalt, ich werde deinen Kommentar jetzt nicht vorlesen, weil das würde mir zu sehr spoilern, was ich für Pokémon habe. Und deswegen reden wir da noch nicht drüber. Wir können dann nachher nach dem Kampf sozusagen drüber reden. Oh, das ist effektiv und macht trotzdem nichts. Was ist das? Warum ist das effektiv? Ist das nicht eine Bodenattacke? Er ist normal effektiv halt. Ach so. Ach, ich habe halt nichts gegen das scheiß Ding. Schon wieder so ein Pokémon, wo man nichts gegen machen kann. Die Musik macht mich voll fertig. Ich habe das so schlecht ausgewählt. Kann man die Musik ändern mitten im Kampf? Das wäre schön, ne? Das ist Sojamilch, ja wahrscheinlich. Gonna fetch them all. Das ist nicht nett. Sir Critolon will ich nicht haben. Ich hab aber auch nix. Nix Gutes dagegen auf jeden Fall. Louis, was soll denn das? Da kommt wieder Macholo zurück. Ja, also hallo. Alter Nachtdieb. Okay, es geht. Sieht nur so krass aus, keine Sorge. Ja, das, ich hatte schon Angst. Was macht denn das? Ah, okay. Also nix. Aua. Okay. Nicht Vergeltung, du. Du Arsch. Boah, voll ins Gesicht geboxt vor allem, ne? Ja, war gut. Dankeschön, Miri. Mach nochmal ruckzuck-piep. Ah, nee, doch nicht. Hast du doch raus gelernt. Sehr gut. Schade. Okay. Eieiei. Hallo, Nutella. Und Gertraud. Hallo. Es war schon gar nicht so bad. Oder? Vergeltung war doch jetzt schon... Ja. Das ist schon wieder Milch. Das ist Milch. Ach, ich will jetzt nicht die ganze Zeit gegen Milch kämpfen. Leute, das passiert, wenn Milch zu lange im Kühlschrank steht. Dann kommt das dabei raus. Ein Feen-Pokémon. Warum haust du der Milch scheiß ins Gesicht? Drecks Milch, ehrlich. Ohne Was hast du gegen Milch? Scheiß Milch. Baloui. Der Milch kann sich mal im Kühlschrank Baloui schlecht werden, Milch. Ey. Batz. Baloui, die Attacke ist so brutal. Ich hab halt Milch getötet, tut mir leid. Das ist so gemein, die Milch kann da gar nichts für. Dennis, ja klar musst du die andere Seite auch gucken. Also ich kann euch nur empfehlen, beide aufzuhaben, bei Miri und bei mir zu gucken. Aber bitte spoilert uns nicht gegenseitig. Das ist ein kleiner Affe. Box ihn nicht ins Gesicht. Ah, okay. Aber Lou, ich will lieber Schlagsahne. Nö. Oh. Hätte ich besser Vergeltung gemacht. Oh nein, du hast es getreten. Wir sind schon wieder voll versetzt, habe ich das Gefühl. Geht, warte. Ich sag dir mal, jetzt kommt meine Attacke. Warum bist du jetzt schneller als ich? Weil ich deine Initiative gesenkt habe. Das habe ich nicht mehr gekriegt. Ich muss über Schlagsahne lachen.
Tut mir leid. Das ist aber auch ein guter Spruch. Ich hab das Pokémon geschlagen und es war Sahne, Milch und es ist Sahne rausgeworden. Ja, nee, ist klar! Dum, dum, dum. Das, du weißt, dass das nicht die letzte Entwicklung ist, oder? Nee, weiß ich, aber ist trotzdem stark. Es ist ein Stahl-Pokémon. Ei, ei. Oh, du kannst nicht wirklich Abschlag. Dieses Kack-Macholo ist aber auch OP. Ich habe Abschlag vorhin schon mal benutzt. Könntest du dich bitte nicht boosten? Danke. Miri, nicht boosten. Nein, nein. Ja, Dennis, ich habe dich echt schon lange nicht mehr gesehen. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Warum ist dieses Kack-Macholo so schnell? Das Ding ist zum Kotzen. Das sieht so aus, als wenn es jetzt nicht mehr zum Kotzen wäre, weil es tot ist. Ja, aber du hast ja noch 5 Pokémon und ich habe nur noch 3. Das ist einfach... Wenn du lauter starke Attacken hast. Ich hatte jetzt wieder so viele Pokémon mit nur 2 Attacken. Das ist richtig kacke. Ach, ich habe doch auch nichts mit vielen Attacken. Aber du hattest doch ein richtiges Moveset auf dem Macholo. Ja, aber das war das Einzige. Wie soll ich denn das Schwert wegkriegen? Das ist doch schon fast weg. Warum sind alle Pokémon von dir schneller als das beknackte Schwert? Was ist los mit dem? Das ist doch kacke. Ja, okay. Ja, warum wechselst du dein Unlicht-Pokémon in mein Pokémon, das gerade Sanktu-Klinge eingesetzt hat? Weiß ich nicht, was Sanktu-Klinge ist. Woher soll ich es wissen? Also das Problem ist, hab da nicht so viele gute Pokémon gegen. Gucken, ich glaube, da bist du jetzt bestimmt... Oder der Hase ist eigentlich mal ziemlich schnell, aber... Naja. Das ist doch scheiße. Was soll denn das, ha? Dass alle schneller sind als mein blödes, entwickeltes Pokémon. Das Pokémon kann scheint man halt nicht einfach in die Tonne werfen, das Ding. Aber es one-hitted alles von mir. Weil alles, weil du lauter Pokémon ja, aber ich hab doch nichts anderes. Die Kernattacke sehr effektiv ist. Da wirst du ja wohl haben, du hast doch ein entwickeltes Pokémon oder sowas. Nein, ich habe kein Pokémon, mit dem ich irgendwas noch gegen das machen kann. Ich kann, es ist das alles ist wirkungslos. Du bist mit allem schneller als ich. Es ist alles wirkungslos. Ich habe ein Pokémon, das Schaden macht. Ja, glaube ich dir nicht. Warum nicht? Das letzte. Was? Was ist das überhaupt? Ja, das ist mein letztes Pokémon, das Schaden macht. Willst du mich verarschen? Das hat doch safe eine Geistattacke. Na, wenn du meinst, es ist ein Zuchtüberrest. Und es kann nur das. Es ist aber auch schneller als dieses Beknackte. Ich kann das nicht mehr gewinnen. Warum ist alles schneller als dieses beknackte Schwert? Weil es wahrscheinlich nicht auf Initiative geskillt ist. Was ist los mit dem Vieh? Könnte ich jetzt einfach kritten oder so? Ja, du hast gewonnen. Ich kann ja nichts gegen das Schwert mehr machen. Das war's. Ende Gelände. Ich dachte im Übrigen, das wäre die Entwicklung, aber ich glaube, das war sie nicht. Seit wann entwickelt sich ein Schwert in einen Anker? Hä? Nein, ich dachte, das wäre eine Entwicklung. Ich wusste nicht, was für eine. Oh. Ich habe echt nichts mehr. Mach's weg! Was soll ich tun? Kann ich mehr gewinnen. Keine Chance. Ja, so ein entwickeltes Pokémon ist halt einfach stärker als alles andere. Du hast alles weggekrittet. Oder weggeschlagen einfach. Also beschwer dich nicht. Ich beschwer mich nicht. Beschwer dich nicht. Du hast alles weggemacht. Dein Drecks-Macholo. Ja, mein Macholo hat dein halbes Team weggemacht. Und dein Schwert hat mein ganzes Team weggemacht. Also, beschwer dich nicht. Der Panda, der macht dich jetzt weg. Oh nein, der macht den Überblick. Was erwartest du denn jetzt? Hm? Wie soll ich denn da jetzt noch irgendwas machen? Der Panda... kann bestimmt eine Unlichtattacke. Guck dir diese beschissene Sanktu-Klinge an, die einfach alles wegmacht. Ja, er kann eine Unlichtattacke. Warte hier. Aber jetzt habe ich den... Jetzt habe ich den gar nicht gezeigt. Dass du noch einen Krassus hast. Ach ja, Fuki hast du noch. Toll, oh, süß. Ist es nicht süß? Es bedroht dich. Hast du Angst? Ja, es war zwar nicht effektiv, aber Schwertanz zerlegt halt alles. Ja, ich weiß. Ja, eben. Ich habe es ja geschwertanzt. Das ist das gar nicht.
Scheiß Attacke, ey. Schwerttanz ist für den Arsch. Wie hat es sich denn bitteschön gerade in Feuer verwandelt? Es ist ein Feuerball. Ja, GG. Miri hat den zweiten Kampf gewonnen. Glückwunsch.